Hi Leute, simple Dinge, absolut verkompliziert. Heute möchte ich dir sagen, was du absolut nicht wissen musst. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass viele Sachen, die oft erklärt werden, irgendwo in irgendwelchen Videos oder auf irgendwelchen Seminaren, egal wo, weitergegeben werden. Vor allem im Bereich Gesundheit, Medizin, Ernährung. Absolut toll und kompliziert und komplex klingen. Da muss der Blutserumwert von Vitamin XY auf 7,32 steigen, damit die Korrelation zur Gesundheit, was weiß ich. Absoluter Bullshit, um es mal klar zu sagen, häufig, entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es ist häufig absoluter, unnötiger Stoff, der dir vermittelt wird, der dich nirgendwo weiterbringt. Wenn du dir mal anschaust, Gesundheit, explizit auch die Ernährung, es sind im Grunde sehr einfache, simple Prozesse, die jeder nachvollziehen kann. Und Gesundheit kannst du ganz einfach, kann jeder ganz einfach in seinem Körper produzieren. Dauerhafte Gesundheit. Das heißt, wenn du chronische Krankheiten generiert hast, wie Diabetes, Krebs und diese ganzen Sachen, die selber in deinem Körper entstehen, weil du irgendwelche Sachen falsch gehandhabt hast. Und jetzt falsch nicht so bewertend nehmen. Du hast es halt auf deinen Körper bezogen einfach nicht richtig gehandelt, weil du es nicht wusstest, weil du es nicht anders gelernt hast. Weil du es so weitergegeben bekommen hast. Aber jetzt, mit diesem Video hier, kannst du dich dazu entscheiden, auf die Suche zu gehen und mal wirklich rauszufinden, wie es funktioniert. Und du wirst sehen, Gesundheit, wenn du zum Beispiel mal in die Natur schaust, kein Tier auf der Welt, in der freien Natur, das nicht irgendwie in Kontakt gekommen ist mit unserer Gesellschaft, ist so krank und degeneriert wie der Mensch. Der Zivilisationsmensch, vielleicht ist die Lebensspanne, die Lebenserwartung gestiegen, aber im Grunde werden wir nur durch die Medizin lange am Leben gehalten. Wir sterben einfach viel länger. Der Tod wird unnötig rausgezogen, aber gesund ist keiner mehr dabei. Ein 60-Jähriger vor 100 Jahren hat sich körperlich wesentlich mehr bewegt und war körperlich in der Lage, wesentlich mehr zu leisten als ein 20-Jähriger heutzutage. Ein 20-Jähriger heutzutage wäre nicht in der Lage, sich so viel zu bewegen, den Arbeitsalltag von einem 60-Jährigen vor 100 Jahren zu vollstreiten. Und daran siehst du schon ganz gut den Gesundheitszustand. Wir haben uns einmal noch viel mehr bewegt und wir haben uns eben anders ernährt. Jedes Tier hat seine artgerechte Ernährung irgendwie herausgefunden. So ein Eichhörnchen weiß, dass es irgendwo Nüsse und sowas essen kann. Eine Kuh, die frisst Gräser. Manche Vögel picken Körner. Affen essen irgendwelche Früchte, leichten Blattsalat und so weiter. Und wir als Mensch haben es immer noch nicht rausgefunden, mit all unserer modernen Technik zu wissen, was wir zu uns nehmen sollen. Und es ist im Grunde ganz simpel. Aber du musst es eben wieder lernen. Das ist wie ein Musikinstrument wieder zu lernen. Du lernst nicht, indem du 1000 Bücher drüber liest. Du lernst nicht, indem jemand hochkomplex dir irgendwie die Schwingung von einer Saite erklärt. Das brauchst du alles nicht wissen, dieses hochkomplexe Wissen. Es ist absolut unnötig und überflüssig, um gesund zu werden. Du kannst ganz einfach lernen, wieder ein Instrument zu spielen. Du musst ein paar Dinge wissen, ein paar simple Grundprinzipien, und dann kannst du
Ganz einfach rausgehen, es ausprobieren. Am besten diese Regel, immer natürlicher zu essen. Ich habe dann ein kostenloses PDF auf meiner Homepage, ist unten drunter verlinkt. Die drei Gelüste heißt es. Bei den kostenlosen Downloads mit drinnen. Dort erkläre ich dir Schritt für Schritt mit dieser goldenen Regel, immer natürlicher und unverarbeiteter zu essen. Dann kommst du automatisch dahin. Ich habe da so ein kleines Ampelsystem, was gewisse Lebensmittel angeht, eingerichtet, dass du dich da einfach grob dran halten kannst. Ganz simpel, ganz einfach. Immer natürlicher, diese eine Regel. Im Grunde ist es nur, es gibt zwei Pole, Krankheit, Gesundheit. Und dann kannst du dich entscheiden, wie weit du in Richtung Gesundheit gehst. Und vielleicht denkst du irgendwie, wenn du hier bist auf der Skala, dass du dich jetzt schon gesünder fühlst, weil du vorher hier drüben warst. Aber es geht im Grunde noch viel weiter. Du weißt gar nicht, wie du dich fühlen kannst. Normal ist es, dass du, wenn du einfach nur da sitzt, völlig ekstatisch bist, dass du ein Strahlen, eine innerliche Zufriedenheit spürst. Das ist völlig normal und wünsche ich jedem wieder, das zu erfahren. Und dazu brauchst du keine komplizierten Sachen zu wissen. Wenn du mal hingehst zu den meisten Leuten, die meisten Leute sind dann eben auch verwirrt, weil sie falsche Annahmen gemacht haben. Du brauchst keine Annahmen machen, dass irgendwas so und so ist, dass du jetzt High Carb, Low Carb, Ketogen oder so essen musst. Und dann kommt plötzlich jemand anderes, der macht genau das Gegenteil und du stellst irgendwie fest, irgendwie lebt da auch noch, irgendwie haut es mit den Theorien nicht hin. Und dann bist du wieder verwirrt, weil du irgendwelche Annahmen gemacht hast. Mach keine falschen Annahmen, probier es offenen Geistes aus und schau dann, was funktioniert und mach selber die Erfahrung. Du musst selber wieder lernen, dieses absolut feine Messinstrument, feiner als jede Blutuntersuchung kann dein Körper messen, wie es dir geht. Und dementsprechend, wenn du wieder lernst, darauf zu hören, dann ist Gesundheit für dich ein Klacks. Und dann kannst du die wieder über die Wochen, Monate, Jahre ganz einfach integrieren. Und es wird mit jedem Tag besser über die Jahre. Du wirst dich noch in 10 Jahren immer besser fühlen. Du wirst dich in 10 Jahren noch besser fühlen als jetzt. Es ist wirklich genial, wo du dich wieder hinentwickeln kannst, was deine körperliche Gesundheit angeht. Und gleichzeitig kommt die Freude wieder ins Leben und das wünsche ich dir. Und das wollte ich heute nur ganz kurz loswerden. Und post gerne das Video, abonniere den Kanal und mach's gut. Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit. Ciao.